Hallo, hier ist Nicole von Nicoles Kartenwerkstatt und ich habe heute noch ein weiteres Designerpapier, das ich euch zeigen möchte aus dem neuen Frühjahrs- und Sommerkatalog von Stamping Up. Und zwar gibt es auf Seite 32 und 33 dieses hübsche Eis-Set und da gibt es auch ein ganz bezauberndes Designerpapier, das heißt Genussmomente. Das ist auch ganz besonders und deswegen möchte ich euch das auch zeigen, weil man es ja immer im Katalog nicht so richtig sehen kann. Und ich glaube, damit haben wir auch bald alle Designerpapiere durch aus dem neuen Frühjahrskatalog. Das Stempelset ist noch auf meiner Liste. Das ist noch nicht gekauft, aber das Papier habe ich schon. So, und dann legen wir auch gleich mal los. Es gibt hier zwei Seiten mit kleinen Eisbechern drauf, ganz niedlich, sehr schönes Hintergrundpapier. Auf der anderen Seite hat es rote Streifen. Dann gibt es hier Streusel, ein Streuselpapier. Das ist auf der anderen Seite Waffel. Das kann ich mir gut als Eiswaffel vorstellen. Dann haben wir als nächstes schokobraun gestreiftes Papier und das ist auf der Rückseite blau kariert. Das ist, denke ich, Aquamarin von der Farbe her. Ups. So, dann haben wir kleine Eistüten, ordentlich gefüllt mit bis zu 4 Kugeln. Und auf der anderen Seite ist ja ein Pfirsich, vermute ich. Kleine Sonnen. Ich schaue gleich nochmal nach, welche Farben hier enthalten sind, dass ihr das wisst, ob das zu eurem Cardstock passt. Und dann haben wir noch Eis am Stiel, ganz viele kleine bunte. Und das ist auf der Rückseite grün mit kleinen Punkten. So. Und jetzt kommt noch ein ganz besonderes Papier. Das hier. Hier sind Erdbeeren und Kirschen drauf. Das ist ein stärkeres Papier und das ist auch hinten weiß. Und das ganz Besondere ist, ich hoffe, das kann man jetzt hier sehen. Seht ihr das hier in der Lampe, wie es leuchtet? Das Papier ist embossed. Also das hat hier so einen Lackeffekt an den Früchten. Das ist wirklich ganz besonders. Und auch hier, dieses Papier ist genauso gemacht mit den verschiedenen Eissorten drauf. Auch das hier ist embossed und hat diesen Lackeffekt auf dem Eis, wie ihr hier sehen könnt. Richtig toll. Ja, das ist das Designerpapier Genussmomente und da sind folgende Farben enthalten: Aquamarin, Farngrün, Flüsterweiß, Melonensorbet, Pfirsich pur, Savanne und Schokobraun. Und es gibt auch ein Farbkartonset dazu passend mit Savanne, Melonensorbet und Flüsterweiß in extra stark. Das ist auch im Katalog daneben. Wenn ihr das dazu kauft, dann habt ihr, seid ihr sicher, dass ihr gute Farben als Basiskarten habt. Und da könnt ihr das Papier dann damit kombinieren und draufkleben und es passt und sieht harmonisch aus. Hier sind ja noch einige Beispiele schon im Katalog, was man Wunderbares damit zaubern kann. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf unser nächstes Video. Bis bald. Tschüss, eure Nicole.